Mael, morgen geht es gegen Borussia Dortmund U23 hier weiter nach dem 3:3 gegen Uerdingen. Erste Mal warst du im Kader zumindest am Samstag. Wie hast du erstmal das Spiel gegen Uerdingen gesehen von außen? Ja, das war natürlich ein tolles Spiel. Wir sind dreimal zurückgekommen und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt für uns. Und auf jeden Fall, ich hoffe, morgen wird auch ein tolles Spiel und hoffentlich mit 3 Punkten diesmal. Durch die Gelbsperren von Matze Tietz und Steve Tunga kann es durchaus sein, dass du morgen dein Debüt für 09 gibst. Freust du dich drauf? Ja, klar. Ich bin sehr glücklich, dass das so schnell kommt. Ich glaube, das ist auch wichtig für mich. Zweites Spiel sozusagen im Kader und spielen. Und das ist sehr wichtig für meinen Kopf. Und ich hoffe, wie gesagt, das wird auch ein gutes Spiel und wir können uns nochmal zeigen zu Hause gegen so eine gute Mannschaft. Was meinst du, worauf wird es ankommen, dass wir Dortmund schlagen können? Was müssen wir besonders gut machen? Ja, ich glaube, also in der Kabine gibt es im Moment richtig gute Stimmung und ich glaube, wir müssen das weitermachen und wie gegen Uerdingen kämpfen und alles und hoffentlich 3 Punkte. Wir wissen, dass Dortmund eine gute Mannschaft ist, die versuchen Fußball zu spielen und wir auch. Also es soll eigentlich ein richtig gutes Spiel sein und ja. Was meinst du, die Platzverhältnisse? Samstag waren sie, glaube ich, oder Sonntag, Entschuldigung, waren sie doch relativ gut, überraschend gut. Was meinst du, wird das einen Einfluss haben auf das Spiel? Dass der Boden ja so hart, sehr wahrscheinlich hart sein wird oder gefroren sein wird? Ja, ich weiß nicht. Also morgen ist wahrscheinlich was 4, 5 Grad und dann nachts wird nochmal ungefähr 0 Grad. Und ich hoffe, dass das Platz mindestens für erste Halbzeit gut wird und dann mal schauen. Aber wir müssen einfach auf uns gucken und im Spiel sein und dann Platz ist nicht so wichtig. Dann freuen wir uns auf das Spiel. Danke für die Zeit, viel Erfolg und viel Glück morgen natürlich, ja. Und dass wir die 3 Punkte hier in Heide behalten. Danke.